Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 120 Regenbogen, erster Teil. Die Tage vergingen und Severus' neue Leidenschaft war die tägliche Frage: Bei welchem Kapitel sind die gestern Abend angelangt? Hermine antwortete natürlich immer ehrlich auf seine Frage, welches Kapitel sie bereits beendet hatte, woraufhin er stets nickte, sich jedoch nicht weiter dazu äußerte. Pro Tag schaffte sie nur eines, weil die Kapitel richtig lang waren und darüber hinaus von so fortgeschrittener Thematik, dass das Lesen ihre volle Aufmerksamkeit forderte. Erst 10 Tage nach der Verlobungsauflösung ihrer engsten Freunde erwärmte sich das Verhältnis zwischen Severus und Hermine wieder ein wenig. Von Molly hatte sie morgens erfahren, dass sie es vollbracht hatte, Remus so dermaßen den Kopf zu waschen, dass er reumütig zu einer erleichterten Tonks zurückgekehrt war, weswegen Hermine ein Stein vom Herzen gefallen war. Nicht nur die Trennung der beiden hatte sie sehr mitgenommen, sondern auch die Beobachtung, dass Severus sich wieder zurückgezogen hatte und zudem zu leiden schien, was er natürlich niemals zugeben würde. Für Hermine hatte es so ausgesehen, als würde er den kleinen Bruch mit Harry und ihr einfach hinnehmen wollen, auch wenn er ihn sehr beschäftigte. Als Hermine nach der guten Nachricht von Molly heute während ihrer Arbeit mit Severus plötzlich wieder zu reden begann und über dieses und jenes sprach, da wurde er mit einem Male wieder munter und schien sehr erleichtert, während er ihr lauschte und Fragen stellte. Manchmal zeigte er selbst Interesse an Themen, von denen sie wusste, dass sie ihn gar nicht interessierten, weil er das im Laufe der Zeit einmal erwähnt hatte. Das hielt ihr wiederum vor Augen, dass ihm die Kommunikation mit ihr nicht unwichtig war. Nach einer Weile fragte er wie jeden Tag: Bei welchem Kapitel sind Sie gestern Abend angelangt? Gestern habe ich Kapitel 9 gelesen. Es war zwar das kürzeste bisher, aber ich musste es 2-mal lesen. Das ist alles sehr kompliziert, erwiderte sie, ohne sich dabei zu schämen, dass sie sich so sehr anstrengen musste, um den Inhalt des Buches folgen zu können. Severus erstarrte für einen Moment, nickte jedoch wie üblich und widmete sich wieder einem Brief, den er anscheinend heute früh erhalten hatte. Hermine, wenn Sie das hier unterschreiben würden, sagte er, während er ihr das Pergament entgegenhielt und Tintenfass und Feder in Reichweite rückte. Was ist das? Fragte sie erstaunt, denn das Logo des Ministeriums war ihr nicht entgangen. Ich habe mir gestattet, das Patent für Ihren Farbtrank zu sichern. Natürlich auf Ihren Namen. Sie müssen nur noch unterzeichnen, erklärte er. Hermine fielen beinahe die Augen aus dem Kopf. Aber der ist doch noch gar nicht vollständig getestet worden, sagte sie mit einem flauen Gefühl in der Magengegend. Er beruhigte sie und sagte: Das ist auch nicht notwendig. Die Hauptsache ist, dass niemand Ihnen die Arbeit wegnehmen kann. Unterschreiben Sie. Es klang wie ein Befehl. Aber... Er unterbrach und wiederholte: Unterschreiben Sie. Einen vollständigen Testbericht können Sie später immer noch nachreichen. Aber es geht in erster Linie um Ihre Erfindung und die sollten Sie sich sichern. Also... Er wedelte mit der Feder vor ihrer Nase hin und her und streifte sie versehentlich, so dass sie mit Daumen und Zeigefinger das kitzelnde Gefühl vertreiben wollte und ihre Nase rieb. Sie nahm die Feder und setzte ihre Unterschrift auf das Pergament, bevor sie sagte: So, zufrieden?
Grinsend nickte Severus und sagte kurz darauf: Sie sollten Tests mit 3 erwachsenen Zauberern bzw. Hexen durchführen, 3 mit Squibs und von mir aus auch 3 mit Muggeln, damit sie etwas Stoff haben, den sie in ihrem Elaborat verarbeiten können. Sie meinen, ich soll es an Muggeln testen? Fragte sie stutzend. Er blickte ihr lange in die Augen, bevor er sagte: Haben Sie plötzlich Bedenken, wo Sie vor einigen Wochen noch einem Muggel einen Zauberstab in die Hand drücken wollten, um zu prüfen, ob er magisch verborgene Orte sehen kann? Ich sehe keinen Grund, warum Ihr Trank nicht auch an einem Muggel getestet werden soll. Sie könnten es sogar an einem Hauselfen testen. Die Magie von Hauselfen ist ja bekanntermaßen anders als unsere. Nur zu, Hermine. Der Trank ist nicht schädlich. Es wäre sogar interessant zu erfahren, welche Resultate er bei magischen Tieren hervorbringen könnte. Das meinen Sie ernst? Scherzen liegt mir nicht besonders, antwortete er amüsiert. Und wann wollen wir mit den Tests beginnen? Wollte sie wissen. Severus schürzte die Lippen, bevor er sagte: Meinen Sie, Harry könnte sich für eine halbe Stunde die Zeit nehmen? Erstaunt zog sie eine Augenbraue hinauf, bevor sie sagte: Ich werde ihn fragen. Im Erdgeschoss saßen Harry und Ginny mit Nicholas im Arm auf der Couch. Zusammen schauten sie sich Urlaubsfotos von Ginny an, als sie mit Hermine in Frankreich gewesen war. Um Gottes Willen! Ist das Gabrielle? Die ist vielleicht gewachsen, sagte Harry erstaunt. Einige Fotos weiter sah er Hermine, die auf den Stufen des Geschäfts eines Korbflechters saß und so dreinschaute, als wäre sie tot, unglücklich. Ginny bemerkte das Foto und erklärte: Kurz vorher ist jemand aus dem Laden gekommen, der ihr auf den Fuß getreten ist. Sie sieht so traurig aus, aber eigentlich war sie wütend. Harry bemerkte, wie Ginny ihm die Bilder aus der Hand nehmen wollte, doch er schlug ihr spielerisch auf die Finger und sagte: Die restlichen will ich auch sehen. Er lächelte, während ihr das Lächeln längst vergangen war, denn sie kannte die Bilderreihenfolge. Schon beim Anblick des nächsten Fotos verstand er, warum Ginny so betrübt schien. Ein junger Mann war zu sehen, der Ginny von hinten umarmte. Er war ein Kopf größer als sie, hatte schwarze zerzauste Haare und grüne Augen. Es hatte sich ein Kloß in Harrys Hals geformt, bevor er fragen konnte: Ist das Pablo? Sie nickte nur, blickte ihn jedoch nicht an. Nochmals blickte Harry auf das Foto, um sich den ehemaligen Freund seiner Verlobten, Vater von Nicholas, genau anzusehen. Er hatte tatsächlich Ähnlichkeit mit ihm selbst, dachte Harry. Er schluckte kräftig und fragte kurz darauf: War er nett zu dir? Ich meine, zumindest anfangs? Harry, bitte. Ich will ihn einfach nur vergessen, sagte sie mit müder Stimme. Harry vergaß all seine Fragen wegen Pablo, denn es klopfte und Hermine trat herein. Ginny, Harry, wie geht's? Fragte sie lächelnd, bis ihr Blick auf das Foto fiel, welches Harry in der Hand hielt. Oh, ich komme wohl ungelegen. Ich gehe besser. Nein, sagte Harry. Komm rein, wir haben nur Fotos von eurem Urlaub angeschaut. Gott, da ist doch wohl nicht dieses blöde Bild dabei, wo ich so einen belämmerten Gesichtsausdruck mache. Der Typ ist mir voll auf den großen Zeh getreten und hat sich nicht einmal deswegen entschuldigt, rechtfertigte sich Hermine. Ginny lachte kurz auf und sagte: Ich kann es ja wegwerfen, zusammen mit ein paar anderen. Sie wollte sich von Pablo vollends lossagen und hielt es für besser, die Fotos zu vernichten. Weswegen bist du hier, Hermine? Du hast doch nicht schon wieder Stress mit Severus, oder? Fragte Harry vorsichtig. Nein, alles in Ordnung. Ach, das hast du noch gar nicht gehört, Harry. Molly hat Remus dazu gebracht, zu Tonks zurückzugehen, erklärte sie freudestrahlend. Gut, sonst hätte ich mit Severus ein Wörtchen reden müssen, murmelte er. Wieso mit Severus? Wollte Ginny wissen. Weil er... Ach, schon gut. Es ist alles wieder in Ordnung. Harry legte die Bilder auf den Tisch und streckte sich ein wenig.
Ich wollte dich fragen, sagte Hermine an Harry gerichtet, ob du vielleicht eine halbe Stunde Zeit hättest. Bevor er fragen konnte, erklärte sie, ich wollte meinen Trank testen. Severus hat ihn für mich patentieren lassen und ich muss eine Arbeit darüber schreiben. Du hattest mich doch schon als Testperson, sagte Harry verdutzt. Ja, schon. Aber nicht mit dem verbesserten Trank. Aber wenn du nicht möchtest? Doch, ich möchte. Er blickte zu Ginny und fragte, hast du was dagegen, wenn ich... Wieso sollte ich? Aber Hermine, ich möchte später das Zeug auch mal trinken. Ich möchte auch meine Farben kennen, warf Ginny ein, denn sie durfte ihn nicht einnehmen, weil sie noch stillte. Mit Harry im Schlepptau betrat Hermine das Labor. Ah, haben Sie es doch noch geschafft, sich eine Testperson zu suchen? Nun, dann, es ist alles vorbereitet, sagte Severus, der tatsächlich alle Vorkehrungen getroffen hatte, denn eine Ampulle mit dem Trank stand bereits auf dem Tisch, genau neben den Pergamenten, auf denen Hermine und Severus ihre Beobachtungen notieren wollten. Hermine war erstaunt. Sich dem Tisch nähernd, nahm Harry den Trank in die Hand, den er neugierig beäugte, während er fragte, »Und der wird eine halbe Stunde andauern?« »Ungefähr, ja«, bestätigte Hermine, die sich ihre Uhr vom Handgelenk nahm, um die Zeit zu stoppen. »Ihr sagt, wenn ich trinken soll«, sagte Harry enthusiastisch. Severus nahm Platz und sagte, »Von mir aus kann das Experiment losgehen.« »Sie haben Harrys Farbe noch gar nicht gesehen, oder?« fragte Hermine, woraufhin Severus den Kopf schüttelte. »Also gut, Harry, dann auf Ex.« Harry entkorkte die Flasche und sagte, »Prost!« bevor er alles auf einmal nahm. Gleich danach betätigte Hermine die Stoppuhrfunktion ihrer Uhr. Nach nur wenigen Sekunden erstrahlte Harry im hellsten Goldton und Severus hielt sich eine Hand vor das Gesicht, ganz so, als wollte er sich vor Sonnenlicht schützen. »Sie hätten mir sagen können, dass wir die getönten Schutzbrillen benötigen würden«, sagte er mit fehlendem Spott in der Stimme, denn Harrys Anblick hatte ihn überwältigt. »Wow«, rief die sonnengoldene Figur in der Mitte des Labors. Zum ersten Mal konnte Harry seine eigene Farbe sehen. »Das ist ja umwerfend! Ich hätte es mir gar nicht vorstellen können, aber... Wow!« »Sagen Sie im Testobjekt, es soll weniger plaudern. Das lenkt mich davon ab, Notizen zu machen«, sagte Severus trocken, während er die Uhrzeit, Farbe und die Intensität dieser auf seinem Pergament niederschrieb. »Lassen Sie ihm den Spaß. Er hat bisher nur Rons Farben gesehen und die waren wie meine etwas dezenter«, erklärte Hermine. »Levitation, Harry«, war Hermines knappe Anweisung und Harry gehorchte. Er richtete seinen Zauberstab auf einen Hocker und ließ ihn schweben. In diesem Moment konzentrierte sich Harrys Magie so sehr in seinem rechten Arm, dass man für einen Moment unter dem hellen Schein seines lächelnden Gesichts sehen konnte. Nach Aufforderung von Hermine führte er noch andere Zaubersprüche aus, bis Severus plötzlich seine Feder niederlegte und Harry anblickte, bevor er sagte, »Wenden Sie den Imperiot an mir an.« Gleichzeitig rissen Harry und Hermine schockiert ihre Münder auf. Harry war der Erste, der sich erbost sträubte und sagte, »Das werde ich nicht! Dafür wird man mich noch einsperren! Nein!« »Seien Sie nicht so kindisch. Es wird unter uns bleiben, also machen Sie schon. Sie brauchen gar nicht zu glauben, dass Sie mich damit wirklich unterwerfen können. Nur zu!« forderte Severus. Hermine stutzte und fragte, was für eine Vermutung Severus hätte. Er blickte seine Schülerin an und erklärte, dass seine Farben dunkler werden könnten, wenn er einen schwarzen Fluch benutzt. Hermine nickte, denn sie verstand das Anliegen, doch sie wollte nicht, dass Harry einen unverzeihlichen anwenden würde. Während Harry noch 2-3 Sätze erboster Zurechtweisung in Richtung Severus warf, stand Hermine auf und nahm eine leere Flasche aus einem Schrank, die sie auf den Tisch stellte.
Mit einem Zauberspruch verwandelte sie die Flasche in einen Blumentopf mit einem wunderschönen, rotblühenden Weihnachtsstern. Hier, Harry. Sie deutete auf die Pflanze. Wende einen der Flüche an, die wir damals kennengelernt haben. Nimm das Spinnenfeuer. Man konnte es wegen der goldenen Farbe nicht sehen, aber Harry blinzelte mehrmals, denn dieser Fluch war einer der gemeinsten, die es gab. In 0, nichts fraß sich der Fluch durch alles, was mit ihm in Berührung gekommen war, und er hinterließ ein Muster ähnlich eines Spinnennetzes. Dieser Fluch verbrannte all jene Flächen, die von ihm getroffen worden waren, auch damals Hermines rechte Wade, die noch heute ein spinnennetzförmiges, rotes Narbengewebe aufwies. Überlebt hatte Hermine diesen Todesangriff nur wegen Lunas vorausschauenden Handelns. Aber Harry verstummte, als Hermine ihm einen fordernden Blick zuwarf. »Na gut«, sagte er seufzend, bevor er sich der Pflanze zuwandte. Er richtete mit zittrigem Arm den Stab auf die wunderschöne Pflanze, aber er wandte den Spruch wortlos an, um die Erinnerung an Hermines schlimme Narbe nicht noch präsenter zu machen, als sie sowieso schon waren. Ein ockergelber Fluch näherte sich dem Weihnachtsstern, und in dem Moment, als er die Pflanze berührte, legten sich kleine feuerrote Ärmchen um die zarten Blätter, um den Blumentopf und sogar auf die Tischplatte. Diese wurzelartigen Auswüchse des Fluches trieben immer mehr aus und fraßen mit ihrem Feuer alles, was sich ihnen in den Weg stellte. Der Anblick dieses erst durch einen Gegenzauber zu beendenden Fluches war faszinierend und entsetzlich zugleich. Harry beendete das Spinnenfeuer und blickte zu Hermine und Severus, die beide wie wild auf ihren Pergamenten kritzelten. »Und? Irgendwas Interessantes passiert? Mein Arm sah für einen Moment ein wenig komisch aus«, sagte Harry. Während des Spinnenfeuers war ein leichter, grauer Schimmer an Harrys Arm zu sehen gewesen, der jedoch gleich nach Beendigung des Zaubers von der goldenen Farbe wieder verschlungen worden war. So jedenfalls hatten es Severus und Hermine erklärt. Harry betrachtete die verbrannte Pflanze und ging zu ihr hinüber, um ihre nun schwarzen Blütenblätter zu berühren. In dem Moment, als seine Finger ein verkohltes Blatt streiften, schwappte etwas goldene Farbe auf die Überreste des Weihnachtssterns und Hermine war sprachlos. Eine Idee formte sich in ihrem Kopf. »Severus, würden Sie den Trank auch mal nehmen?« fragte sie voller Hoffnung. »Träumen Sie weiter«, entgegnete er gnatzig. »Ich möchte mal sehen, was mit der Magie passiert, wenn zwei Zauberer aufeinandertreffen«, erklärte sie ihm. »Dann müssen Sie sich ein anderes Testobjekt suchen, Hermine«, machte er ihr klar. Er wollte genau wie sie nur hier sitzen und seine Beobachtungen niederschreiben. In Windeseile stand Hermine auf und huschte so überstürzt zur Tür hinaus, dass weder Harry noch Severus fragen konnten, wo sie hingehen wollte. Nach 5 Minuten kam sie zurück, jedoch nicht allein. Es war Draco, der ihr folgte, und der blieb wie angewurzelt stehen, als er den leuchtenden Harry bemerkte. »Ach du meine Güte«, sagte er überrascht. »Das ist der Trank? Der Trank, der Magie sichtbar macht?« wollte der Blonde wissen, der Harry von oben bis unten betrachtete. Hermine nickte und hielt ihm bereits eine Ampulle vor die Nase, die er wortlos entgegennahm. Mit großen Augen starrte er auf den Goldball, den Harry darstellte, und es bildete sich von ihm selbst unbemerkt ein Lächeln auf seinen Lippen. »Mr. Malfoy, wenn Sie die Güte hätten«, sagte Severus, der wollte, dass Draco den Trank sofort einnehmen sollte. »Wenn du mich Draco nennst«, sagte der junge Mann, der seinen Patenonkel einen vorwurfsvollen Blick zuwarf. »Dann eben Draco. Nimm den Trank ein, damit ihr noch 20 Minuten zusammen der Wirkung ausgesetzt seid«, erklärte Severus, der sich bereits ein neues Blatt Pergament zur Hand nahm
auf dem er die neuen Beobachtungen festhalten wollte. Draco trank den Inhalt der Ampulle und Hermine, die ihre Uhr per Zauberspruch verdoppelt hatte, nahm auch bei ihm die Zeit. Die beiden Testpersonen standen im Abstand von vielleicht 2 Metern im Labor. Auch bei Draco dauerte es einige Sekunden, bis das Farbenspiel begann. Mit offen stehendem Mund und einem stetig milden Lächeln betrachtete Draco seine Arme, die nun in ein klares, helles Rot gehüllt waren. Und dort, wo sich sein Herz befand, leuchtete dieses Rot am stärksten. An sich herunterblickend bemerkte Draco den Rest seines Torsos, der in dunkelblau getaucht war. Dieses Dunkelblau zog sich bis hinunter zu seinen Beinen, doch an den Waden vermischte es sich mit einem saftigen Grünton. Immer wieder blitzte überall, ganz kurz, ein blendendes, helles Gelb auf. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.